Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Nerd von Medizin. Wir sind noch immer oder schon wieder bei unserem coolen Summercamp inmitten von Tippis, haben schon ein bisschen Gegrilltes verspeist und ich bin extrem froh, dass der Thomas neben mir sitzt. Hallo Martin. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, gerne. Thomas, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, aber sag mal ganz kurz, wer du bist und dann erzähle ich gleich, worum es heute geht. Ja, mein Name ist Thomas Borgmann, ich bin Internist und seit knapp 10 Jahren Notfallmediziner und in der Leitung von Notaufnahmen tätig bin so ein Sono-Nerd. Ne? Ausgezeichnet. Und darum soll es diesmal auch gehen. Ultraschall ist ja ein Thema, das sowohl in der Präklinik zunehmend seine Rolle findet, in der Notaufnahme aber ganz fest etabliert ist. Jetzt gibt es so Standard-Ultraschall mittlerweile, genau. Aber wir haben gerade vorher geredet, ne? Ja. Vor ein paar Jahren hat noch jeder gesagt, eine Lunge kann man nicht schallen, mittlerweile ist irgendwie der Pneuschall genau, Standard. Genau, Lungensonographie, Flüssigkeit in der Lunge, Differentialdiagnostisch, der Dyspnoe, na, ist eigentlich schon Standard heutzutage. Schnelles, orientierendes Echo zumindest, würde man jetzt auch eigentlich erwarten, genau. Einen fokussierten Bauchschall, alles easy. Ja. Aber du wärst ja kein Sono-Nerd, wenn dir das jetzt reichen würde. Genau. Wir haben vorher gesprochen und haben gesagt, wir suchen uns jetzt mal 3 richtig abgefahrene Möglichkeiten, wo man vielleicht sonografieren kann, raus. Ja. Dann fang mal an, was hast du dir da so rausgesucht? Ja, das sind ja keine Dinge, die ich mir jetzt selber ausgedacht habe, sondern das sind irgendwie Dinge, die ich irgendwo gefunden, gesehen habe oder die vielleicht jetzt außerhalb von Deutschland in Notaufnahmen durchaus gängiger sind. Mhm. Und meine Idee ist halt so, diese doch auch sehr einfachen Praktiken unter schnell erlernbare Ultraschalltechniken, ähnlich wie die Dyspnoe-Sonographie, das fokussierte Echo oder die Duplex-Sonographie im Bereich tiefe Beinvenen, halt auf weitere Indikationen zu führen. Und ich habe da immer ein bisschen geschaut und versuche das ein bisschen zu verbreiten. Das, was ich heute darüber sprechen könnten, wäre die Sonographie beim akuten Augentrauma oder beim akuten Visusverlust von einem oder beiden Augen. Und wenn schon mal die Augenbrauen hochziehen, ja, ne? Genau, ja, sehr gut, gucken, ja. Oh Doktor, mein Auge. Aha. Aber auch bei kleinen Kindern oder Jugendlichen mit akuten Hodenschmerzen, Unterbauchschmerzen, also akutes Skrotum denken, also die Diagnose der akuten Hodentorsion ist eine sonografische Diagnose eigentlich. Und gerade wenn man vielleicht keine Urologie im Haus hat, ist das für den Notfallmediziner eine sehr elegante Technik, da was sehr Gutes für den Patienten zu tun. Ne? Time is Hoden. Sollen wir das Video so nennen? Okay, ja, spannend. Und dritte, was ich mitgebracht habe vielleicht, ist, dass wir in Zukunft vielleicht noch deutlich mehr Ultraschall machen werden im Bereich Frakturdiagnostik, Ausschluss, aber auch Einschlussdiagnostik, vielleicht auch Repositionsergebnisse, gerade lange Röhrenknochen, gerade bei Kindern. Das ist eine sehr vielversprechende, auch große Meta-Analyse, die im Deutschen Ärzteblatt Ende 2017 veröffentlicht worden ist. Da wird einiges auf uns zukommen, glaube ich. Ach, cool. Ja, in Zukunft. Also, das macht mich schon ganz interessiert, ne? Als Nachfolge-Sono-Nerd, aber da kann ich noch viel lernen. Fangen wir doch einfach mal mit dem ersten an. Ja. Was willst du da beim Auge da ultraschallen? Ja, also gehen wir mal davon aus, ein Patient kommt, oh Doktor, mein Auge halt und sagt, er hat einen aufs Auge gekriegt. Okay. So, das Auge ist irgendwie zugeschwollen, wir können es vielleicht gar nicht auch sogar richtig öffnen, wir können aufs Auge nicht gucken, er sagt nur, er sieht nichts mehr am Auge. Und auch bevor es zugeschwollen sei, hat er gesagt, vielleicht hat er auch schon nichts mehr gesehen. So, was können wir machen? Wir schicken ihn in eine Augenklinik. So, die ist aber jetzt eine Stunde weg. Genau, ich kann mal eine Stunde weg halt. Was können wir in Notfallmedizin machen? Wir können Ultraschall nehmen, einen Linearschallkopf mit Nachfeldauflösung, konventionell das, was man für Gefäße auch nimmt, nimmt so ein durchsichtiges Pflaster, wie ein Tegaderm-Pflaster, macht ein bisschen Ultraschallgel drauf, Auge ist zu, Patient liegt auf dem Rücken und wir schallen einfach dieses Auge längs und quer. Was können wir da sehen? Wir können richtig coole Sachen sehen und das ist ganz einfach zu lernen. Die Lernkurve ist extrem steil. Mhm. Ja, wir können sehen, hat er einen Bulbusruptur, einen Bruch des Glaskörpers. Halt. Der Augapfel ist weich. Mhm. Wir können Fremdkörper im Auge sehen. Wir können Linsendislokationen, Retinaablösungen, Einblutungen in den Glaskörper vom Auge sehen. Durch Blutungsstörungen halt im Bulbus des Auges. Also wir können eine ganze Menge sehen. Selbst auch beim nicht traumatischen akuten Sehverlust eines Patienten. Wenn wir nicht wissen, müssen wir den eher in die Neuro schicken oder müssen wir den vielleicht in die Augenklinik schicken. Ja, die akute Netzhautablösung als Differentialdiagnose halt ist sonografisch sehr schnell und sehr leicht zu sehen. Ja,
Also da Wahnsinn. Haben wir durchaus Möglichkeiten für den Patienten vielleicht in sehr kurzer Zeit was Gutes zu tun. Das ist atraumatisch, tut nicht weh, ist nicht schädlich, geht schnell und ist bettseitig. Also all das, was Ultraschall uns immer wieder bietet, finde ich eine ziemlich sexy Angelegenheit. Finde ich super. Wir haben versucht, euch ein paar Sachen einzublenden und verlinken in den Shownotes auch noch einige Beispiele, dass man sich das nochmal visuell vorstellen kann. Also coole Sache, habe ich selber noch relativ wenig Erfahrung, aber die paar Mal, wo man es so ausprobiert hat, das war echt nicht schwer, muss man sagen. Also das ist auch, das Auge ist auch gut zu finden. Es gibt auch immer mehr Daten, gerade aus den USA, die kommen, die das eigentlich sehr regelmäßig in Notaufnahmen machen und auch mittlerweile auch ganz gute Evidenz gibt, wie sicher sind denn diese Diagnosestellungen. Mhm. Wir sind sicher, was die Daten so hergeben, sagen, wir sind nicht so weit zu sagen, wir brauchen keinen Augenarzt mehr im Hintergrund halt, aber um eine Positivdiagnose zu stellen, Netzhautablösung, Glaskörpereinblutung, Fremdkörper im Auge, das sind alles oft Dinge, dramatische Konsequenzen hat. Absolut. Und auch natürlich für die Disposition des Patienten große Konsequenzen hat bei uns, für die Analgesie, für die weitere Behandlung. Mhm. All dafür haben wir die Möglichkeit, eben durch die Sonografie in der Notaufnahme dafür den Patienten schnell eine Richtung zu bahnen und schnell die richtige Therapie einzuleiten. Ja, ohne dass wir den Augenarzt natürlich im Verlauf, wir werden keine komplette Augenuntersuchung ersetzen können, wollen wir auch gar nicht. Nee, aber das finde ich schon mal cool und probiert es mal aus. Probiert es auch gern bei euch selber mal aus. Das ist nicht dramatisch. Ja. Kann man total gut bei sich selber machen halt. Man kann mit einem Auge offen, das andere Auge Ultraschallkopf drauf und kann sich selber durchs Auge scrollen. Das ist also Ultraschallmethode, die kann man sich selber beibringen quasi. Das ohne dass man sich jetzt eine Pathologie zu... Ja, die Netzhaut bleibt dran. Ja. Okay. Zweiter Punkt, was Dramatisches, vor allem für die Jungs, hauptsächlich für die Jungs, akuter Hodenschmerz, da lernt man immer, eben, wie du gesagt hast, Time is Hoden, da geht es um Zeit. Ja. Time is Hoden, so blöd klingt, aber das ist eine dringliche Geschichte. Häufig geht es den Kindern oder den Jugendlichen akut sehr schlecht, häufig auch mit Übelkeit, Unterbauchschmerzen, ziehenden Schmerzen ins Skrotum. Wenn wir gerade keine Urologie da haben, wie können wir das hin? Wir haben einiges an klinischen Zeichen, wie sprenische Zeichen halt, fehlender Masseter-Reflex oder Hodenhochstand. Das sind aber alles sehr unsichere Zeichen und bringen uns in der Situation halt nicht sicher weiter zu differenzieren. Ist es vielleicht nur eine Hydatidentorsion oder hat er einen Schlag drauf gekriegt oder vielleicht ein Flüssigkeitsverhalt, aber eben vielleicht gar nicht so was Dramatisches? Oder ist es wirklich eine ganz hochdramatische Geschichte, die sehr früh innerhalb von wenigen Stunden operativ versorgt werden muss, um diesen Hoden zu retten? Und da ist wiederum der Ultraschall halt eigentlich eine auch in Deutschland schon ganz gängige Methode, die differenzialdiagnostisch akutes Skrotum oder eben Hodentorsion nachzuweisen oder auszuschließen. Wird primär häufig noch durch die Urologen heute gemacht, aber es gibt ja auch, Kinder kommen auch in Krankenhäuser, in Notaufnahmen, wo keine Urologie 24 Stunden verfügbar ist. Und dafür ist das, glaube ich, auch eine sehr gute Methode. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Mhm. Man hält auch wieder einen Linearschallkopf mit einer guten Nachfeldauflösung, braucht nur 2-3 cm Eindringtiefe, direkt auf den akut schmerzhaften Hoden und hat zwei Möglichkeiten dann. Man kann einerseits über die Farbduplex-Sonografie einfach Seiten vergleichen, die Perfusion des Hodens vergleichen. Wenn sich eine deutliche Differenz zeigt, ist ein hochgradiger Hinweis auf eine Hodentorsion. Macht Sinn, wenn ich selbst ein Ultraschallgerät, was vielleicht keine gute Farbduplex-Sonografie ermöglicht, manchmal in der Notaufnahme, dann habe ich die Möglichkeit halt in den Samenstrang hoch zu sonografieren. Das nennt sich das Whirlpool-Zeichen. Ja, man klingt sympathisch. Whirlpool-Zeichen, weil wenn man da einmal dynamisch über den Nebenhoden sonografiert, sieht man, wie sich das aufzwirbelt. Nämlich diese Drehung des Hodens findet meist in diesem Bereich statt, des Samenstrangs. Ist wirklich eine absolute Blickdiagnose. Wenn man das einmal gesehen hat, wird man das nie wieder übersehen. Und das kann man wieder im Seitenvergleich natürlich immer machen. Halt, und zeigt sich dann eine deutliche Differenz, wenn man sich nicht sicher ist. Auch das spricht von einer akuten Hodentorsion. Na, akuter Notfall, dieses Kind oder dieser Jugendliche in der Regel muss halt akut in eine Urologie und muss auch sehr zeitnah detoxiert werden. Okay, und jetzt das Dritte, und das hat mich schon so ein bisschen irritiert. Ich habe gedacht, man kann Luft nicht schallen und man kann sowas Festes wie Knochen, der macht mir doch immer nur so einen Schatten rein und nervt mich eigentlich, so die Rippen oder so beim Schallen. Was willst du da bei Knochen schallen? Was will ich bei Knochen schallen?
die Knochenschallgeschichte ist sicher eher auch eine perspektivische Geschichte. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt flächendeckend jetzt schon die Datenlage haben, dass wir in Deutschland flächendeckend jetzt nur noch Knochen schallen, statt Knochen zu röntgen. Mhm. Aber wir wissen trotzdem heute schon, dass Ultraschall von Knochen doch gut funktioniert. Und zwar eben wieder als Artefaktsonographie. Mhm. Wie wir das von der Lunge auch schon kennen. Man hat früher gesagt, Lunge ist nicht schallbar, weil da Luft ist. Ja, wir sehen die Pathologika der Lunge aber eben da, wo vielleicht weniger Luft ist, weil dort Wasser ist oder Gewebe ist und weniger Luft. Mhm. Beim Knochen muss es gar keine, da sehen wir einfach die Kompakter. Wir sehen halt die Kompakter ja sehr gut im Ultraschall, auch wieder mit einer Nahfeldauflösung, 1, 2, 3 cm Eindringtiefe und können die Kompakter abfahren. Kompakter Stufenbildung oder Dislokation der Kompakter sprechen dann gleich für eine akute Fraktur. Ganz so einfach ist es letztendlich. Wir wissen aus mittlerweile guten Meta-Analysen, die auch alle in Notaufnahmen gemacht wurden, also viele, viele Studien, über 60 Studien, die mittlerweile in Notaufnahmen gemacht worden sind zu diesem Thema, wo wir eine sehr hohe Sensitivität und Spezifität sehen, gerade bei kindlichen Frakturen, gerade bei langen Röhrenknochen. Mhm, schwieriger wird es bei eher kurzen Knochen, Handwurzelknochen etc., aber auch bei Rippen, Sternum. Sehr gut schallbar halt und gerade Schmerz, einfach man sucht sich den Punkt und Maximum des Schmerzes, ja, schallt dort drauf, fährt die Kompakte ab. Sanft. Sanft, ja. Wir sind ja nett. Ja. Ja. Und versucht eben diesen Kompaktersprung oder diese Deeszenz in der Kompakter nachzuweisen. Mehr ist es eigentlich nicht. Manche gehen schon so weit, gerade bei kindlichen Frakturen, eben um eben letztendlich Röntgenstrahlen zu sparen. Das ist natürlich eine Intention. Wir versuchen, Bestrahlung zu verhindern oder zu reduzieren. Die andere Geschichte ist natürlich da, wo ich vielleicht kein Röntgen zur Verfügung habe. Denken wir mal an Hausarztpraxen, denken wir mal an niedergelassene Bereiche, um zu differenzieren, haben wir jetzt vielleicht hier eine Fraktur oder haben wir nur eine Verstauchung? Muss dieser Mensch in ein Krankenhaus? All diese Möglichkeiten bieten natürlich auf, weil diese Bedside-Diagnostik, Sonographie ja wieder ubiquitär vorhanden ist, viel häufiger als Röntgen. Ja, haben wir natürlich hier vielleicht auch die Möglichkeit, eine deutliche Vorselektion unserer Patienten auch durch die Niedergelassenen zu machen. Dass man einfach schon sagt, ja, der hat was, ne? Und dann geht der direkt durch. Das bietet eben perspektivisch, wir gehen eben so davon aus, im Moment, was die Datenlage so hergibt, dass man vielleicht bis zu 50% der Röntgenbilder sich im Verlauf sparen kann, weil das durchaus halt mit einer ähnlichen Aufwand vielleicht sonografisch erledigt werden kann. Selbst im Bereich Repositionskontrolle, ja, gerade bei Radiusfrakturen, gibt es auch Daten und Befürworter oder Menschen, die das befürworten, dass man sowas heute sogar schon machen kann. Ja. Ist noch Zukunftsmusik insgesamt sicherlich, aber wird uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren mehr beschäftigen. So, liebe Leute, jetzt ist natürlich der Punkt, dass ihr gefragt seid. Was mich interessieren würde, was uns interessieren wird, erstens, was haltet ihr davon? Habt ihr Fragen an den Thomas? Wir schauen, dass wir das alles in den Shownotes ganz gut zusammenpacken, aber bei extra Fragen oder gern alles schicken und er freut sich über tausende E-Mails. Bin gespannt. Ja. Aber schickt uns auch eure Erfahrungen. Habt ihr das vielleicht schon mal gemacht? Ja. Vielleicht seid ihr Notfall-Urologen und sagt es super oder... Ja. Habt ihr noch irgendwelche Spezialtipps? Seid Kinder, Unfallchirurgen, kümmert sich um sowas sehr gern her damit. Ja. Und, das sind neue, neue Felder für uns halt und das ist ganz spannend für uns. Das ist nichts, was wir routinemäßig halt überall in deutschen Notaufnahmen schon machen, aber das sind Dinge, die würden wir vielleicht gerne machen. Wir wollen sie aber auch erst lernen vielleicht. Das ist richtig. Ja. Und alles, was wir jetzt lernen, was wir von euch hören können, finde ich super. Perfekt. Ein super Schlusswort. Ich sage nichts mehr, weil ich sage sonst zu viel. Wir grüßen euch vom Nerdfallmedizin Summer Camp und wir sehen uns bald wieder und sagen Tschüss. Tschüss, bis bald.